Ja, meine Damen und Herren, wir werden jetzt eine erste Bilanz ziehen in der FDP-Bundestagsfraktion und gemeinsam mit dem Bundesvorstand der Freien Demokraten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Koalitionsverhandlungen zu einem sehr guten Ergebnis für unser Land geführt werden können. Wir machen Fortschritte. Es gibt natürlich auch Bereiche, da muss noch weiter ausgiebig und auch gründlich verhandelt werden. Das ist ohnehin unsere Devise, Gründlichkeit vor Schnelligkeit, denn wir wollen ja schließlich, dass es ein wirklich gutes Ergebnis auch für unser Land gibt. Es ist bemerkenswert, dass einige aus den Oppositionsparteien einen Koalitionsvertrag schon bewerten und kritisieren, bevor auch nur die erste Zeile des Vertragswerkes aufgeschrieben worden ist. Das zeigt, dass da bei einigen in den Köpfen der Wahlkampf noch weitergeht. Das ist aber keine sachliche Befassung mit dem, was derzeit tatsächlich stattfindet. Wir als FDP sind völlig klar, dass es bei dem bleibt, was wir vor der Wahl auch gesagt haben. Wir brauchen faire Steuern, damit sich Arbeit wieder lohnt. Wir brauchen Bildung als Bürgerrecht, neue Bildungschancen. Und wir brauchen insgesamt mehr Respekt für die Bürgerrechte bei der Politik der nächsten Regierung. Und dementsprechend werden wir auch in dieser Richtung weiter solide verhandeln. Bisher muss man sagen, läuft es so, dass wir allen Grund zur Zuversicht haben, dass wir ein gutes Ergebnis auch zustande bringen. Und niemand konnte erwarten, dass es nach einer Woche schon perfekte und abschließende Ergebnisse gibt. Aber ich denke, wir kommen gut voran.